Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, mit diesen krummen Fingern irgendetwas im Bereich der Feinmechanik zu machen. Trotzdem habe ich mich zu einem Uhrenseminar angemeldet und diese krummen Finger haben es tatsächlich hinbekommen. Interessiert? Bleibt dran! Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist der erste Teil meines Borgward-Seminar-Videos. Ich wollte selber mal schauen, ob ich es kann, weil mit den krummen Händen, die ich euch im Intro gezeigt habe, habe ich es mir nicht zugetraut. Das Video ist keine technische Anleitung, es ist kein Schulungsvideo, es ist mehr ein Video im Sinne von live dabei, einfach mal über den Zaun gucken, damit ihr erlebt, wie so ein Seminar abläuft, wie viel Spaß man dabei hat und wie viel Hilfe man bekommt und was man tatsächlich alles mit den eigenen Händen schafft, selbst wenn sie so krumm sind wie meine. Wie gesagt, es ist kein Schulungsvideo. Wer hier ein technisches Video erwartet, im Sinne von einzelne Teile, Unterschiede, Werksfunktionen, mathematische Berechnung von Zahnrädern, das kann und werde ich in dem Video nicht liefern. Es ist ein wirklich Gefühlsvideo mit allen Witzen, mit allen Konversationen, ganz viel Live- und Originaltöne. Und das ist das, wovon dieses Video lebt. Nach einem herzlichen Willkommen durch den Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Beetz gab es zunächst mal einen kurzen Abriss über die Geschichte von Borgward. Karl Friedrich Borgward hatte eine Uhrenfirma, Sitz in Bremen, und die Autos sprechen die typische Designsprache der 50er Jahre. Und die heutige Uhrenmarke Borgward hat sehr viele Designelemente dieser Zeit in den heutigen Uhren verbunden. Wer die Autos kennt, der weiß ziemlich genau, was ihn erwarten kann. Und Jürgen Beetz, der heutige Inhaber der Uhrenmarke Borgward, ist großer Fan dieser Zeit und auch großer Fan der Autos dieser Zeit und lässt diese Designsprache in seinen Uhren weiterleben. Mich persönlich fasziniert das total, aber heute soll es weniger um das Design der Uhren gehen, als um die Live-Erfahrung des Uhrenseminars, und damit starten wir auch jetzt. Ja, der erste Teil ist gelaufen und es war super interessant. Wir haben über die Geschichte von Borgward, die Verbindung zu Autos, was gelernt, dass Borgward die Ziffernblätter alle selber druckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht jetzt ziemlich die Düse, weil gleich legen wir Hand an. Und dann mal gucken, ob ich meine Hände sortiert bekomme und nicht zu viel kaputt mache. Am Ende des Tages werden wir sehen, ob ich hier aufrecht rausgehen kann oder ob ich einen Großteil meines Portemonnaies hier lassen muss für alles, was ich kaputt gemacht habe. Wir werden es dann in ein paar Stunden sehen. Ja, ging schon mal gut los. War mit der Erwartungshaltung, mit der ich hergekommen bin, mein lieber Mann, also erstmal überrascht und äußerst spannend. Jetzt weiß ich endlich mal, wie so eine Uhr funktionieren soll, ob das wirklich dann auch so hinhaut. Wir werden sehen. Die Hände zittern leicht, sind schwitzefeucht, der Arbeitsplatz ist vorbereitet. Ich glaube, jetzt geht es wirklich los. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob ich irgendwas wirklich auf die Kette bekomme, aber wir werden es jetzt erleben. Nun denn, Werk auspacken und einspannen? Ne, erstmal auspacken nur. Und dann können wir ein bisschen Geht die große Herausforderung schon los. Finger und Nagel hier unten drauf drücken. Ja, ich hab's. Leck. Und jetzt kann man mal schauen, wir haben ja bei der Aufzugwelle zwei Stellungen. Die erste. Kann ich das an der Welle raushebeln, weil das klemmt irgendwie? Ich will jetzt nichts. Das sind die kleinen Uhrhammer. Okay, Uhrhammer. Ich wollte nichts verbiegen. Ich habe hier so ein kleines Zahnrad, was, wenn ich raus die Krone rausziehe, wird das nur ein Hebel nach innen geschoben, wenn ich die Krone reindrücke, nach außen. Das muss ich mir mit der Lupe auch angucken. Und das eine ist die Aufzugstellstellung, da wird über eine Schrägverzahnung dieses Rad hier mitgenommen, was auf der anderen Seite in den Zahnrad greift vom Uhrwerk und dann die Feder aufzieht. Ach, diese Kupplung da, ne? Genau, das ist eine Kupplung. Wenn ich die Krone rausziehe, wird das nach innen geschoben und ich kann dann die Uhrzeit verstellen. Und ich merke jetzt auch beim Uhrzeitverstellen, dass das so ein bisschen schwer geht. So ein bisschen Verweilreibung. Und das ist jetzt dann auch so mit der erste Arbeitsschritt, den wir machen. Und zwar... Oh,
Ich kann es nicht mehr reindrücken, ist das richtig? Man traut sich das gar nicht so zu drücken. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist ganz schön kräftig, müsst ihr da drauf. Also, ja. Kann ich da wirklich mit Kraft drücken? Drück bitte mal, ich traue mich nicht. Also fest geht bei mir keine Uhr. Ja, es ist drin jetzt. Raus. Ach, komm. Ja, das ist aber schwer, echt. Cool, ja. Alles klar. Ja. Das ist so ungewohnt, wenn du kein Gehäuse, keine Zeiger hast. Ich denke so, aufziehen, stellen, da fehlt doch eine Stellung. Nee, Blödsinn. Aufziehen ist, wenn es drin ist. Aufziehen ist ja, wenn es drin ist, genau, ja. Hier im Zentrum kommt so ein Rad raus, wo der Notenzeiger draufkommt. Das hat so eine kleine Eindrehung. In dieser Eindrehung kann ich so mit der Pinzette reingreifen. Und dann halte ich mit der anderen Hand den Daumen oben drauf. Ja. In dieser Kerbe mit den Pinzettenspitzen reingehen. Ja. Da ist so eine Kerbe. Ja. Da kann man die festhalten, ja. Ja. Und dann mit der anderen Hand den Daumen drauf. So. Ja. Damit es nicht so weit wegfliegt. Und jetzt kann ich praktisch wie so ein Hebel die Pinzette einfach so kippeln. Und dann habe ich das Rad ab. Ach, da schon, guck mal. Aber das erste Teil schon ab. Ach Gott, echt, ja? Das ist praktisch... Tatsächlich, ist da irgendwas dran. Halleluja. Auf Zeigerstellung merke ich, dass kein Widerstand mehr da ist. Auf Zeigerstellung, also einmal ziehen. Rausziehen, wenn man es dreht, ist kein... Ja. Oh, ja. Ich muss echt aufpassen, dass du den nicht einatmest. Jetzt kann man das Werk einspannen, weil man das Werk so oft drehen muss und machen muss und... Da hält einen das Anspannen zu lange auf. Nur halten, aber nicht verbiegen, ne? Das war genau, die Ansage. Aber andersrum. Andersrum heißt in welche Richtung? Praktisch mit den blauen Schrauben nach. Mit den blauen. Weil da wollen wir jetzt dran arbeiten. Ich weiß gar nicht, wer unruhiger ist. Die Unruhe oder ich. Da wir jetzt alle mit dem Werk schon ein bisschen gespielt haben und aufgezogen haben, das heißt, die Uhren laufen ja im Moment alle. Und ja. Das ist eigentlich nur so eine, was ganz Entscheidendes, bevor man eine Uhr zerlegt, die Kraft wegnehmen. Wenn ich ja hier aufziehe, kann ich sehen, wie sich diese beiden Räder drin, dieses kleine Rad, nennt sich Kronrad, das ist von dieser Kupplung angetrieben. Wenn man übersetzt, und das große Rad sitzt auf dem Federkern mit einem Vierkant. Ah, ja. Und nimmt praktisch den Federkern mit. Und hier in der Ecke habe ich so eine kleine Klinke. Wenn ich jetzt drehe, kann man sehen, wie die praktisch immer wieder verhindert, dass der Federkern sich entspannen kann. So, und jetzt zum Entspannen. Wann ist hier gedreht? Ich kann jetzt ein bisschen aufziehen, dass die sich löst. Und kann dann die Klinke ganz wegschieben in der Loch. Und dann langsam die Krone einfach zurücklaufen lassen. Also etwas aufziehen und dann mit der Pinzette, dass sie praktisch von der Kraft frei ist, dann kann man die ganz wegdrücken. Ein bisschen mehr Licht machen. Halleluja, bin ich gut. Jetzt. Ich merke jetzt das. Das Aufziehen geht jetzt auch leichter, weil ich... Ja, jetzt bin ich entspannt. Ja. Jetzt weiß ich auch, was das heißt, völlig entspannt. Ja, völlig entspannt. Jetzt ist da kommt das her. Ja, ist ja krass. Aber was man hier alles lernt, das ist ja unglaublich. So. Du bist auch völlig entspannt. Ja, guck mal, ob der Tisch zittert oder ich. Also auseinanderbauen ist ja nicht das Problem. Als erstes... Gehen wir halt auch immer hin, bauen die Unruhe aus. Das ist das empfindlichste Bauteil in der Uhr. Und die Unruhe wird hier mit dieser einen Schraube gehalten. Das ist hier der Unruhklon, den wir nachher auch bearbeiten wollen. Das heißt, die eine Schraube aufdrehen mit dem lilanen Schraubenzieher. Das sollte da passen. Ich mache die Arbeitsgänge hier immer parallel mit. Mit dem Lilanen? Der sollte da gut in die Schraube reinpassen. Ach, das geht ganz leicht. Ja. Du musst sagen, wenn er uns was ins Gegen springen könnte. Zack, da kam der Klack, dann ist die Schraube los. Und die Unruhe ausbauen ist am einfachsten, wenn ihr die Schraube, könnt mal zugucken, wie ich das mache. Erstmal die Schraube da weg und rein. Ich hatte hier so einen kleinen Schlitz, da kann ich die so ein bisschen anhebeln, dass der aus dem Presssitz raus ist. Ah, ja. Und dann einfach hingehen,
Einfach das Werk so umschmeißen. Ah, ja. Und dann fällt die raus. Klein bisschen anhebeln. Ja. Dass die los ist und dann einfach das Werk. Noch nicht lose genug. Lappen. Da ist jetzt auch. Da ist jetzt. Da ist rausgefallen. Ja. Und jetzt. Genau. Denkt noch ein bisschen. Sieht aus wie ein kleiner Hubschrauber. Und dann immer nur am Kloben anfassen. Ja. Und in die andere Schale legen. In die andere Schale legen. In die Unterschale. In die Schale. Man kann sich jetzt auch mal gern den Unruhzapfen, diesen Lagerzapfen anschauen, wie dünn der ist. Um mal eine Vorstellung zu kriegen, was da für eine Masse wirkt. Ja. Wenn ich jetzt die Unruhe so ein bisschen anhebe, dann kann man hier so oben auf diesen Zapfen gucken. Oh, leck mich die Söcke echt. Ich habe zuerst nur den Rubin gesehen, der in die andere Gabel eingreift. Gabel, das hatte ich gesucht. Ja, aber da ist ja noch so ein kleines. Ja, Wahnsinn. Noch so ein kleines niedliches Ding. Das ist ja unglaublich. Das krieg ich überhaupt nicht in der Kamera rein. Nee. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann ist, wenn man da mit der Uhr Holz hackt und der Zapfen die Kraft praktisch von dem ganzen Reif aufnehmen muss. Unter der Unruhe ist eine Platte, die ist mit zwei hellen Schrauben gesichert. Das heißt, die beiden Schrauben lösen und dann kann man die Platte rausheben und da unten drunter kann man dann auch den Anker rausheben. Die Platte kann man dann raus. Ja, das spielt jetzt keine Rolle, wie wir das da reinlegen, hattest du ja vorhin gesagt. Ne? Die, das ist wurscht, wie wir das da reinlegen. Genau, das ist die Platte, aber dann in die andere Schale. Das sind die Schrauben. Und jetzt die Platte abheben? Ja. Und dann kann man den Anker auch rausheben. Okay, also an der Gabel anfassen oder wo? Einfach, ja, an dem Stiel kann man doch gerade so rausheben. Wo hältst du den gerne hin, den Anker? In die große Schale? Ne, in die kleine, die machen wir raus. Zusammen. Doch, mit Anleitung schon. Das muss gerade umgekehrt. Einfach den Anker reinschieben und dann drauflegen. Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich. Das einfach. Ist alles so klein. Ja. Wenn der Anker jetzt raus ist, jetzt kann man mal das Uhrwerk aufziehen und dann kann man sehen, wie das ablaufen tut. Ohne Anker. Ja, das ist cool. Man kann es auch hören. Es fängt dann so an zu rauschen. Und das ist ja nichts anderes als diese kleinen Spielzeugautos, wo man aufziehen kann und der rattern halt über den Tisch drüber. Und dafür gibt es auch eine schöne Geschichte. Der Borgward hat als junger Bub mit 11 Jahren hat er die Zigarrenkiste von seinem Vater genommen, den alten Wecker, und hat sein erstes Auto konstruiert. Mit einem Uhrwerk, mit der Zigarrenkiste. Muss man mal überlegen. Und dafür hat er für sein erstes Auto, was hat er gekriegt? Eine kräftige Schelle. Ja, weil er A, den Wecker auseinandergebaut hat und ganz stolz wollte seinen Eltern präsentieren, wie toll, was er da konstruiert hat, hat das ganze Ding aufgezogen, da war so viel Kraft und Wumms im ganzen Federhaus drin, hat es auf den Küchentisch gestellt, den Lenkradius war etwas eng gewesen und das Ding ist krass über den Tisch gerattert, das gute Porzellan zerschossen und hat eigentlich mit dem ersten Uhrwerk, mit einer Zigarrenkiste und eine anschließende kräftige Ohrfeige, hat er so viel alles an. So, als nächstes öffnen wir die Schraube auf diesem kleinen Stahlzahnrad. Also unter der Welle? Das hier. Das ist die einzigste Schraube, die in der Uhr nicht gekennzeichnet ist und eine Linksgewindeschraube ist. Sollen wir diese parat tun oder kann man die erkennen? Die ist so kurz. Die kann man doch sehen, wenn man aufs Gewell geguckt hat. Ja, dann schon, aber wir nicht. Der war jetzt echt gut. Ja, unsere Logik. Ja. Das sieht man doch. Ich bin froh, wenn ich die Schraube sehe. Du meinst ja, warum? Wenn die Schraube ist, kann man das Rad rausheben. Ich gucke gerade, wie ich die rauskriege, das Rad. Ach gut, sieht klein. Ja, da ist eine Stahlhülse drin. Die hat die Funktion, die Platinen sind ja aus Messing gedreht, bzw. also ausgearbeitet. Moment. Und da wirkt beim Aufziehen relativ viel Kraft. Deswegen ist das dann nochmal mit einer Stahlhülse verstärkt, das Rad. Dann kann man die Schraube auf dem großen Zahnrad losmachen. Die ist jetzt wieder ganz normal. Konventionell. Und dann kann man auch das Rad abziehen.
ziehen. Die ist aber jetzt wieder normales Gewinde. Das ist normales Gewinde, ja. Es ist nur die eine Schraube, die längs Gewinde hat. Man kann die Schrauben also schon ganz gut auseinanderhalten. Das sind ja die einzigsten beiden Schrauben, die einen großen Kopf haben. Ja. Und die eine hat ein längeres und dafür dünneres Gewinde. Ja, genau. Also so nebeneinander. Das Zahnrad mit. So, jetzt haben wir noch diese Schraube auf den Sperrkegel, den wir vorhin auf Seite geschoben haben. Ja. Die können wir aufschrauben, dann kann man den Sperrhebel abheben und der ist ja federnd. Da liegt also eine Feder drunter. Zum Glück hat die den Vorteil, die ist nicht unter Vorspannung eingebaut. Ich grause, denke ich, an den Zusammenbau. Das wird nicht einfach. Das sind normal. Ja, ich habe morgen nichts vor. Dann kann man den Kegel abnehmen und halt eben diese kleine. Ginkgo. Nicht unter Ginkgo. Vorspannung heißt, das fliegt mir nicht entgegen? Nein. Okay. Hier kann man den Fäden sehen. Die unter dem Kegel liegt. Die hat einen Arm nach oben, einen Arm nach unten. Ach ja, jetzt sehe ich es. Aber die ist halt eben zum Glück nur so eingebaut, dass die nicht vorgespannt werden muss. Ja, jetzt kommt der Knethaken da ganz. Und die mit der Pinzette nicht zu fest zupacken, weil die Feder ist rund, mit Draht und damit kommen die in den Winkel. Das ist nicht so schön. Ach Gott, ist das klein und fein, das ist ja unglaublich. Und zwar ist es dann mit Rohrtico auftupfen, da kann auch nichts passieren. Ich habe zu Hause Flusen auf dem Teppich, die sind größer. Du brauchst öfter mal saugen. Wir haben jetzt noch so praktisch so zwei Platititinen, einmal eine kleinere und hier die größere. Ja. Die größere wird mit drei Schrauben gehalten und unter der größeren ist praktisch das Federhaus eingebaut und hier das rote im Zentrum ist praktisch unser Lagerrubin von dem Minolenrad. Ja. Mhm. Die drei Schrauben aufmachen, dann kann man die ganze Platte abheben. Wie heißt dieses grüne Knetmasse nochmal? Rotico. Tolles Zeug, ja. So, ich habe die drei Schrauben jetzt ab und dann kann man das abmachen, das große? Ja, kann man auch, das sind auch so Seilchen, so kleine Kerbel, wo man ein bisschen hebeln kann. Wobei bei den Werken geht das relativ gut auf. Wir haben schon Werke gewählt, die sehr gut zu demontieren sind und auch zu montieren. Ah ja, und das ist der... Noch eine halbe Umdrehung. Ich habe jetzt hier mal bei mir das... Man kann dann dieses Federhaus einfach so rausheben, Zentrum greifen. Das hier kann man dann gerade so rausheben. Achso, das andere soll man auch abmachen, das andere, die andere Pflanze. Ja, gleich. Achso, das Federhaus rausholen. Wo kommt das denn? Das mittlere Rad geht nicht raus. Also, ihr setzt mich hier gerade tierisch unter Druck, wenn ihr schon so weit seid. Kein weiß, Achso, das geht nicht raus. Das beruhigt mich jetzt total. Das geht erst raus, wenn man die andere Platine aufmacht. Ja, genau. Das große Rad habe ich jetzt auch raus. Ja, das ist mal. Das hat mal ordentlich Gewicht hier, das Ding, ne? Ja. Das große Rad kann man gerade so im Zentrum nehmen und rausziehen. Das hier? Ja. Einfacher geht es, wenn man es im Zentrum greift, haben wir mit Zapfen. Da werde ich einen Zapfen erkennen müssen. Das ist fantastisch. Und ich habe jetzt bei mir mal das Federhaus zur Ansicht aufgemacht. Da kann man quasi sehen, wie die Feder. Das hier, ne? Ja, das ist das. Okay. Also ich habe es nur bei mir mal aufgemacht, damit man mal sieht, wie die Feder da drin liegt. Wahnsinn. So, jetzt haben wir nur noch zwei Schrauben, dann ist das Werk schon auseinander. Das ist du meinst die beiden blauen? Die beiden blauen noch, ja. Aber jetzt weiß ich auch, warum die Schrauben gebläut sind, damit man weiß, wo man schrauben muss. Was das so weiß? Wo man zu schrauben hat. Ja. Und abheben? Abheben, ja. Die wollen wir ja auch schön machen, die Platine. Mein letzter Mal, der war auch nicht, der konnte dann.
Wer will, kann jetzt die vier Räder rausziehen, dann muss er nachher wieder reinstellen. Weil an der unteren Platine schlecht. Bearbeiten wir ja nicht. Wir bearbeiten die unteren Platinen. Das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Das kann man so stehen lassen. Man kann es aber auch alle vier rausziehen, sich mal anschauen, dann wieder in die. Das kriege ich nicht hin. An die richtige Stelle wieder rein. Tja, bei mir hat es schon Rädersalat gegeben. Ja, bei mir auch. Das kriege ich nicht hin. Also, das ist mal ganz wichtig. Ja, es sind also wirklich nur. Na komm. Also, da mache ich lieber einen 6000er Puzzle. Das ist eins. Die Räder wieder drin. 6000. Oh, das ist ja echt unfassbar. Das ist ja. Unglaublich. Nochmal mit verschiedenen Kanten. Ich hatte gar nicht gedacht, dass das. Ja, da ist noch so eine Phase dran, dass der Öltropfen da bleibt und sich nicht aufs Rad zieht. Nennt sich auch Kolbenzahnhemmung. Weil das ist ja mittlerweile das Schöne mit den Handys, da kann man sich immer mal schnell ein Bild machen, wenn man irgendwas hat, was man nicht so hatte. Früher, während der Lehre, hat man immer noch Handskizzen gemacht bei manchen Sachen, bevor man die weiter zerlegt hat. Was ist, sagst du, die Lupe davor? Mal gucken, ob das geht. Da komme ich da ran, oh, das geht doch ganz gut. Also dieses Unterteil jetzt hier, das lassen wir so, wie es ist. Ne? Genau, da machen wir. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Rädchen da wieder. Ja, da schaue ich nachher dann drauf. Alter Vater, das gibt's ja überhaupt gar nicht. Aber macht Spaß. Aber es sind eigentlich nicht viele Teile Suchwerkstatt. Das ist ja, es geht nicht viel. Viel. Also ich finde es ja, ich bin ja begeistert, wer sich sowas mal ausgedacht hat, ne? Und so lange getüftelt hat, bis er eine funktionsfähige Zeitanzeige hat. Das fing halt eben an mit wirklich Wanduhren. Ja. Der nächste Entwicklungsschritt war eigentlich eine Hemmung zu machen, die transportabel ist. Ja, aber mit von wegen nicht viele Teile, Mensch, wie lange habe ich gebraucht, die drei Pedalen im Auto richtig zu bedienen? Das ist mehr als drei. Das klingt immer so problemlos. Und dann presse ich den Lagersitz aus, damit wir den Kloben bearbeiten können. Mhm. Ach so, mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ach so, das sind die Teile, die wir dann schön machen, oder? Mhm. Oder austauschen. Ja. Mein lieber Gesangsverein. So Schrauben muss man auch anfertigen können, also wird dann aus dem Stahl raus gedreht, Gewinde draufgeschnitten. Und wie schneidet das Gewinde mit einem Feenhaar oder? Ein Gewindeschneider. Schneiderchen. Gewindeschneiderchen. Ich komme aus dem Rheinland. Wenn ich an Mechanik denke, denke ich an Braunkohletagebau. Okay, da sind wir ein bisschen weit weg davon. So, Teil 1 ist geschafft. Das Werk ist zerlegt. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe nichts verloren. Es ist nichts auf den Boden gefallen. Ich habe nichts verschluckt, nichts eingeatmet. Und mein Arbeitsplatz sieht sogar für meine Verhältnisse relativ aufgeräumt aus. Insofern ein wirklich gutes Gefühl, dass der erste Teil des Seminars wirklich unfallfrei überstanden ist. Jetzt geht es an die Veredelung des Werkes. Bei dem Zweitage-Seminar macht man auch noch die Genfer Streifen. Wir machen hier jetzt nur die Perlage, schauen uns manches an. Bei einem Eintage-Seminar ist alles notgedrungen etwas kompakter als bei dem Zweitage-Seminar. Aber wir galvanisieren das Ganze nachher in diesem schönen Rhodium. Mhm. Man sieht einen Unterschied, sag ich mal. Ja, dieses Grau, ja, das ist leicht gräulich irgendwie. Genau. Aber Rhodium hat einfach eine super schöne, helle Oberfläche insgesamt. Dann kommt auch die Perlierung, dieses Licht spiegelt sich viel besser drin, ja, und gibt einfach dem Ganzen viel mehr Brillanz. Mhm. Ja. Um die jetzt zu bearbeiten, gehen wir hin, schleifen wir die Nickelschicht runter. Dafür einfach mit dem Finger ganz leicht drauf und ziehen es auf diesem Schleifpapier langsam ab, damit die Nickelschicht runterkommt. Da sieht man, jetzt kommt langsam das Messing raus. Mhm. Ja. Kann man noch ein bisschen weitermachen und dann her anschließend hier auf den ganz feinen kriegt man so einen kleinen Glanz, bevor man ihn dann weiter bearbeiten. Ja, da wird es einfach immer besser. Das heißt, wir müssen halt schön dementsprechend halt das Messing sehen. Ja, und hier stehen wir in Reih und Glied, um die Nickelschicht von den Brücken abzuschmirgeln. Und ihr seht es am Finger, das ist eine Arbeit, bei der man sich auch ein kleines bisschen schmutzig macht. Und wenn man zu fest drückt, zu schnell reibt und immer den gleichen Finger nimmt, gibt es auch Brandblasen. Sobald das Stück dann sauber und fertig ist, können wir auch dazu übergehen, die von uns geschmirgelten und sauber gemachten Teile zu perlieren. Ich bin schon ganz neugierig und freue mich darauf. Und wir gehen jetzt hin und perlieren.
Das wäre jetzt so ein Punkt. Mhm. Ich würde jetzt anfangen und würde hier vorne einen Punkt setzen und hier einfach weitergehen, die Außenkante. Ja, also Punkt, Punkt, Punkt. Und dann nach innen versetzt, da weiterführen. Mhm. Dass es immer so ein bisschen rund geht. Dieser Kreis, der wird gesetzt, das heißt, da ist mein Punkt. Der nächste wird überlappend gesetzt, der nächste wieder überlappend. Mhm. Das ist immer so halb, halb. Ja, was eine echte Herausforderung ist, ist mit einem Auge die räumliche Tiefe hinzubekommen. Weil es fehlt das Tiefensehen. Und man will natürlich trotzdem einigermaßen in der Reihenfolge bleiben. Und das finde ich schon sehr spannend. Was ich mal feststelle, ist, dass ich mit jeder Aktion, die ich mache, ein kleines bisschen ruhiger werde. Also ich werde mit Sicherheit nicht irgendwie zuversichtlich, dass ich das jemals gut kann. Aber das Zittern ist aus der Hand wenigstens raus. Es sieht nicht nur auf dem Video so aus, es ist tatsächlich so, man hängt fast mit der Nase auf der Perlierungsspitze, denn ihr habt ja die Brücken gesehen, wie klein sie sind, und auf diesen kleinen Brücken werden dann entsprechend die Muster mit der Perlierungsspitze angebracht. Das sieht alles sehr leicht aus, aber es entwickelt sich ganz viel Staub dabei, man ist ständig den Staub am Wegpusten, man sieht nicht ganz genau, wo man arbeitet. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel mehr Hochachtung über diese Kunst, als ich vorher sowieso schon hatte. Die fertig perlierten Teile werden dann erst einmal in einem Ultraschallbad gesäubert, denn wie gesagt, es ist keine ganz saubere Arbeit, es entsteht sehr viel Metallstaub und den möchte man natürlich nicht auf den Teilen haben, wenn man sie dann weiterverarbeitet. Hier werden die Teile jetzt galvanisiert. Was ich auch nicht wusste, auch die Teile, die rodiniert werden, das heißt, die später diesen weiß-silber-metallischen Glanz bekommen, werden zunächst einmal vergoldet, weil dann die Rodinierung darauf besser hält. Das Ganze hat der Chef persönlich gemacht. Einfach weil der Wechsel hier für das Eintagesseminar zu viel Zeit kosten würde. Aber es ist schon sehr interessant zu sehen, wie schnell es geht, aus einem vergleichsweise unattraktiven Stück Metall mit ein bisschen Schmirgeln, mit ein bisschen Ultraschallbad, ein bisschen Galvanisieren auf Gold, ein bisschen Galvanisieren auf Rhodium. Und schon ist man wirklich bei einem sehr ansehnlichen Stück. Hier haben wir jetzt vergoldete Teile, die werden wir später auch ins Uhrwerk einbauen und die entsprechend rodinierten Teile ebenso. Wie gesagt, wir haben hier bei dem Eintagesseminar in Anführungsstrichen nur die Perlage vorgenommen. Die Teile mit dem Genfer Streifenschliff waren vorbereitet, weil für einen Tag hier die Zeit definitiv zu knapp ist. Und jetzt schauen wir uns doch einmal die Teile genau an. Rechts seht ihr die... Ach nee, das sind jetzt die Schalen der einzelnen Teilnehmer. Hier seht ihr schon die Teile, wie sie links unbearbeitet und rechts bearbeitet sind. Man sieht schon einen ganz krassen Unterschied, sowohl in der Struktur als auch im Glanz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht schon ziemlich stolz, wenn man die Teile selber perliert und dann in der eigenen Uhr Teile drin hat, die man selber dekoriert hat. Das ist schon etwas ganz Besonderes und ich finde das richtig klasse. Nachdem wir die Werksteile gemacht haben, ging es dann an den Ziffernblattdruck. Wir haben vorab unsere Grafiken eingereicht, die mit dem Jürgen Beetz abgesprochen, ob das machbar ist. Und dann wurden die Ziffernblätter von uns tatsächlich per Hand bedruckt mit unseren Grafiken. Der Jürgen Beetz mischt die Farbe an, weil jede Farbe wird einzeln per Hand angemischt und dann mit einem entsprechenden Spatel, oder ich glaube, er hat das Rakel genannt, auf die Druckvorlage aufgetragen, dann mit dem Tamponstempel, mit dem Silikonstempel aufgenommen und auf das Ziffernblatt übertragen. Wie ihr sehen könnt, sind das kleinste Mengen, die angemischt werden, weil die Tuben doch vergleichsweise teuer sind.
aber schauen wir uns den Ziffernblattdruck doch einmal mit dem Originalton an. Hier auf der Magnetplatte tue ich erstmal jetzt mal grob ausrichten. Das ist eine Magnetplatte. Ja. Damit wir jetzt nicht wie verrückt auf diesem teuren Zifferblatt rumarbeiten, schütze ich gerade mal so ganz leicht dein Blatt, um den Druck jetzt da drauf zu bringen. Eine Idee habe ich jetzt, weil mit dem Pesa da drauf kannst du das Blatt wunderbar ausrichten, bis es genau passt, ohne dass das Blatt versaust. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Weil ich hatte vorhin gesagt, also die Blätter, die Rohlinge, die kommen bei mir aus dem Nachbarort. Und da ist es halt wirklich, ja, du hast, willst da nicht so ein teures, versilbertes Blatt durch die Gegend hauen. So, der Stempel, jetzt nur mal zum Veranschaulichen, nimmt die Farbe auf. Ja. Ist das krass, ja. Ja, und gibt ihn ab. Achso, das ist jetzt in dem Roten, ist das drin? So, bin natürlich jetzt komplett falsch. Ja, ja. Das heißt, ich muss mit dem Blatt jetzt komplett runter. Ah ja, also zu dir hin. Ich muss mit dem Blatt rüber. Ah, so funktioniert das. Hat das mit bloßem Blatt funktioniert? Ja, deswegen, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie soll das funktionieren. So, ich habe nur Restfarbe gerade noch. Mhm. So, mit dem Tick kurz hoch. Dann sehen wir gleich, wo wir rauskommen. Zum Seminar gehört natürlich auch das Selbermachen, also kann ich auch mein eigenes Ziffernblatt bedrucken. Das sieht gar nicht so professionell aus wie bei dem Jürgen Beetz, ich verstehe das gar nicht, haha. Nein, natürlich ist das bei uns alles sehr viel langsamer und vorsichtiger, wir wussten nicht, was die Geschwindigkeit, den Druck und andere Sachen betrifft. Und dann nochmal die Lupe zur Kontrolle, sehr spannend. Und am Ende gab es dann ein Ziffernblatt mit dem Porträt meines Hundes, dem Namen Motte und dem Jahr, wann sie zu uns gekommen ist. Ganz fertig ist es noch nicht. Ihr konntet sehen, ich habe das Werk zerstörungsfrei zerlegen können unter entsprechender fachkundiger Anleitung und teilweise auch Hilfe. Es ist nichts kaputt gegangen, es ist nicht mal eine Schraube auf den Boden gefallen, ich habe nichts eingeatmet, nichts verschluckt, absolut zufriedenstellend. Der zweite Teil wird aber mindestens genauso interessant und ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung wie ich. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf den zweiten Teil meines Seminarvideos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.